Er ist weder bei Arno zu erreichen, noch über sein Handy. Konstantin wird sich von selbst melden, irgendwann. Konstantin, ich weiß nicht, ob das Vater momentan gut tut. Kleine Ratte bringt ihn noch ins Grab. Kinder, ich kann sehr wohl selbst entscheiden, was gut für mich ist und was nicht. Vater, bitte vergiss nicht. Konstantin ist der Grund für deinen Infarkt. Carla, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das gewollt hat. Oh nein, natürlich. Er hat nur aus den edelsten Motiven gehandelt, als er unseren Degenhardt verraten hat. Mein Gott, der Junge ist fast noch ein Kind. Man kann ihm nicht alles anlasten. Schließlich haben wir alle unsere Fehler gemacht. Nicht wahr, Ansgar? Oh ja, natürlich, alle. Alle außer Frau Brandner. Ihre Weste ist nicht nur sauber, sondern rein. Wie feinsinnig von dir bemerkt, mein Junge. Nimm dir ein Beispiel an ihr. Ab jetzt will ich keine Vorwürfe gegen Konstantin mehr hören. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Akala, haben Sie einen Moment Zeit für mich? Ich wollte Susanne eigentlich nicht unbedingt warten lassen. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Es geht mir nur um Ihren Vater. Also ich versuche ja, jegliche Aufregung von ihm fernzuhalten. Doch er fühlt sich scheinbar von mir gegängelt. Ich bin mir sicher, dass Sie nur das Beste für ihn wollen. Aber ich bin mir auch sicher, dass er es nicht unbedingt will, dass man ihn in Watte packt. Ja, das hat er mir deutlich zu verstehen gegeben. Aber finden Sie es nicht trotzdem verfrüht, wenn er sich jetzt schon mit Konstantin treffen will? Frau Brandner, mal abgesehen von Ihrer Sorge um Vater, haben Sie nicht auch die Befürchtung, er könnte erfahren, wie hart Sie mit Konstantin ins Gericht gegangen sind? Im Moment geht es mir ausschließlich um Ihren Vater. Ich habe einfach Angst, dass er sich zu viel zumutet. Das wird ihn aber nicht davon abhalten, zu tun, was er für richtig hält. Schönen Tag noch.